Minasan, irashaimasen, sandora desu. Hashimemashou! Kommen wir jetzt zu dem Tomoe-Symbol, was wir hier in Inazuma finden. Da hole ich noch ein Stückchen weiter aus. Man findet auch in Inazuma die Mon. Das bedeutet Zeichen, Emblem. Also praktisch Zeichen und Symbole, die Wappen ähneln oder Hausmarken. Also das kann man auch hier sehen. Dass praktisch hier die verschiedensten Familien hier eben Flaggen haben mit verschiedenen Symbolen, was ein Mon wäre. Kamon selbst ist eben halt das Familienzeichen, also anhand dessen, was es ja auch damals gab, also tatsächlich gab, dass eben halt so jede Familie ihr Symbol hatte und daran hat man sie ja erkannt. Generell die Entstehung von Mons ist schon in die Asuka-Zeit datiert. Das ist 552 und 710. Und auch noch heute, beziehungsweise am Ende der Heian-Zeit, also im 12. Jahrhundert, wurden auch noch immer von vornehmen Familien solche Symbole geführt. Was interessant ist, wenn wir uns das Logo von Mitsubishi angucken, sehen wir einfach so das typische, was man unter Triskele auch sehen könnte. Symbol ist aber in dem Fall eher so ein Mon. Generell der Aufbau von Mons ist immer mit einem Tier oder Pflanze mit einem Kreis zu sehen. Also hier könnte man zu diesem japanischen Familiensymbol hier mit den Bäumen, könnte man hier jetzt in Inazuma das rein interpretieren, dass das, ich glaube, das ist nur Zufall. Ich meine, wer sucht, der findet, wenn ich das Symbol hernehme. Sieht das doch recht ähnlich aus. Aber im Gegensatz zu Wappen sind Mons eher so einfarbig, schwarz-weiß. Kommen wir zum eigentlichen Symbol, dem Tomoe, was es auch in verschiedenen Ausführungen gibt. Im Großen und Ganzen ist Inazuma voll davon, könnte man sagen. An sich bedeutet Tomoe das Wort Komma. Und wenn man sich das hier ganz genau anguckt, dann sieht es auch wie ein typisches Komma aus. Durch die Anordnung ergibt sich hier eine Dynamik eines Wirbelsymbols. Wir haben ähnliche Designs, die daran auf der ganzen Welt erinnern. Und gerade wenn ein Kreis drumrum ist, erscheint es oft oder überwiegend als diese Dreierkombination. Es gibt noch eine Zweierkombination, was dann wiederum auch mehr an Yin und Yang erinnert, wegen dem Punkt. Und auch mit Vieren. Aber wie gesagt, in der Regel, wenn ein Kreis drumherum ist, sind es drei. Der Ursprung dieser Muster liegt im Magatama-Schmuck. Aus der späten Jomon-Zeit, also 1000 vor Christus. Der Schmuck, der eben halt in Shinto-Rituale verwendet wird oder für Shinto-Rituale. Shintoismus ist ja die japanische Ur-Naturreligion. Von daher kommt das Ganze, was auch hier sehr gut reinpasst. Es heißt oder wird gesagt, interpretiert, dass dieses Symbol drei Geister vereint. Bei Yin und Yang haben wir nur zwei. Da gibt es einmal einen rauen Kami, also Gott, und einen sanften Gott. Und hier bei dem dritten haben wir einfach noch den Glücksgeist
mit dazu. Ein Beweis, dass diese Symbole, also Tomoe, Taichutu oder Yin und Yang in Verbindung stehen, gibt es nicht. Aber Ähnlichkeiten sind halt vorhanden. Ja, und hier haben wir das Symbol auf den Trommeln. Das ist eine Taiko-Trommel, auch typisch für Japan, diese Trommeln. Wie bereits erwähnt, ist das Symbol auch mit Shinto-Schreinen verbunden und wird in Verbindung gebracht. Und wir haben hier eben auch, wie bei der Triskele, einfach die Symbolik der Zahl 3. Wo auch hier im Shintoismus die 3 mit 3 Aspekten dargestellt wird oder interpretiert wird. Gucken wir jetzt mal uns das Elektrosymbol von Genshin an, was ja dieses Symbol zeigt. Wenn man kennt ja bestimmt diese Bilder, je nachdem, wie man guckt, sieht man was anderes, ja? Entweder man sieht zum Beispiel einen Kelch oder man sieht zwei Gesichter in im Schnitt von der Seite, die sich angucken. Hier ist es so, dass, wie man hier eben am Beispiel sieht, ist, dass der eigentliche Zwischenraum hier hervorgehoben wurde und der das eigentliche Symbol ist jetzt hier für Inazuma. Das Symbol sieht ein bisschen anders aus, wie es eigentlich sein sollte. Und zwar sollte man jetzt nicht so das da dazwischen sehen, das Helle, sondern das Dunkle. Diese Komma-Symbole sind es. Das andere ist eigentlich eher nur der Hintergrund. Wir dürfen halt nicht vergessen, was man ja auch sieht, dass Inazuma in-game auf dem antiken oder mittelalterlichen Japan basiert. Wenn wir uns jetzt den Zwischenraum angucken, das, was eigentlich nicht gesehen werden soll bei dem Symbol oder was jetzt nicht das Hauptsymbol ist, dann kurz nachvertont, also man sieht dann hier eine Triskele eindeutig. Wenn wir oben gucken, zwischen den schwarzen Komma ist eine Triskele zu sehen. Wenn wir uns jetzt den Zwischenraum angucken, was jetzt nicht das Hauptsymbol ist, dann sehen wir hier ein vierfaches Tomoe und somit dann auch eine Swastika. Ja, was das ist, ist wieder ein anderes Ding. Ja, die Swastika gibt es in den indischen Religionen wie den Buddhismus, Hinduismus, was ist es, Janichismus oder Jainismus, wie man das ausspricht, Glückssymbol, ja, auch diese Dynamik mit drin. Ein ähnliches Design findet man auch bei den Kelten, eben diese Spiralentriskele, die ich ja jetzt am Anfang schon behandelt habe. Oder auf Sizilien, wo auch immer. Wenn man sich das Symbol auch generell nochmal anschaut, dann kann man auch sagen, dass es einem Wasserstrudel ähnelt. Also generell, wie man es dreht und wendet, wir haben hier eine kreisförmige Bewegung. Eine drehende Bewegung. In Japan findet man diese Symboliken rechtsdrehend oder linksdrehend, eben halt entweder mit zweien, mit dreien oder sogar vieren von den Kommas, nennen wir es mal so. Was auch interessant ist, dass dieses Symbol daneben, dass es mit der Shinto-Religion verbunden ist, auch insbesondere mit dem Hachiman verbunden ist, dem Gott des Krieges und des Bogenschießens. Und bei Child ist ja die zweite Kraft die Elektrokraft und somit das Symbol. Könnte jetzt nur zufällig sein. Keine Ahnung. Vielleicht habe ich da einfach nur irgendwas gefunden. In China zum Beispiel ist es so, dass dieses Symbol oder diese Symbolik des Tomoe mit Wasser in Verbindung gebracht wird, habe ich ja schon gesagt, Strudel, Kreis, drehförmige Bewegung und so. Also wird in China mit Wasser in Verbindung gebracht.
würde vielleicht auch wieder auf Child passen. Ich weiß es nicht. Wie gesagt, keine Ahnung. Ist nur das, ja, was ich so über das Symbol rausgekriegt habe. Und dann lege ich das halt da drauf und dann, ja, egal. Jedenfalls wird es in China mit Wasser in Verbindung gebracht. Und deswegen wird es auch an Dächer angebracht oder an Giebel oder irgendwo, damit es eben halt vor Feuer schützt. Logisch, weil Wasser Feuer löscht. Ja, und was eben halt noch typisch für Japan generell ist, ist die Sakura-Blüten-Thematik, die wir auch sehr viel und präsent hier in Genshin, in Inazuma haben. Das jetzt nur so am Rande. Minasan, arigato gozaimashita. Bye bye.